تفضل. وفيك بطلة. Gab es weibliche Gelehrte im Laufe der Zeit? Gab es weibliche Gelehrtinnen im Laufe der Zeit? Eine Menge. Eine Menge. Allen voran die Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Viele von ihnen waren Gelehrtinnen. Unter ihnen Aisha radiallahu anha. Und viele Gelehrte haben auch den Vorzug erwähnt von Aisha, dass sie noch so jung war, weil sie die nachfolgenden Generationen noch mit Wissen versorgt hat. Masruq radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala, er überliefert, dass die großen Sahaba bei Aisha eingegangen sind, um sie nach Wissen zu fragen. Salama war eine Gelehrtin. Hafsa radiallahu anha war eine Gelehrtin. Habiba war eine Gelehrtin. Das waren alles Gelehrtin. Darda war ebenfalls eine Gelehrtin. Auch Imam Malik rahimullah ta'ala, Imam Malik war ein großer Imam. Aber seine Söhne konnten das Wissen von ihm nicht erben. Alle seine Söhne haben nicht das Wissen von Imam Malik geerbt. Aber Imam Malik hatte eine Tochter, Fatima, rahimahullah ta'ala. Sie hat so viel an Wissen verbreitet. Subhanallah. Schaut mal, die Söhne von Imam Malik haben nicht das Wissen getragen, aber dafür eine Tochter. Das waren alles Frauen, die Gelehrtinnen waren. Natürlich, die Gelehrtinnen sind nicht so bekannt. Geschichtlich sind sie nicht bekannt. Aber sie haben sehr viel an Fiqh gehabt. Das heißt, sie haben sehr viel Wissen gehabt in der Religion. Und das heißt nicht, dass unbedingt immer ein Mann mehr Wissen haben muss als eine Frau. Wie gesagt, die großen Sahaba, wie Masruq überliefert hat, kamen und haben wen gefragt nach Wissen? Nach Aisha radiallahu anha. Und Az-Zuhri, rahimullah ta'ala, er sagte, wenn das gesamte Wissen von den Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam verglichen wird mit dem Wissen von Aisha, überwiegt das Wissen von Aisha. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.